Frank Carroll bekannt als Trainer, vor allem glaube ich von Michal Kwan und von Ivan Lazarczyk. Wenig höher im Schwierigkeitsgrad, dreifach Lutz, dreifach Tolop. Sind fast die maximale Kombination. Das ist die maximale Kombination, ja, sicherlich. Mit Mauer Sade hat es mal mit dreifach Achselkombinationen versucht. Berger. Das ist, also für mich ist das schon ein Hammerprogramm. Ja, ja. Ich finde das irrsinnig toll, George Gershwin, die Musik. Das muss man sich auch erstmal trauen, nach einem solchen Programm zu laufen. Fantastisch. Also Gracie Gold ist Gold wert. Wirklich, das ist eine Riesenvorstellung gewesen der US-Amerikanerin. Und in Topform wirklich auch goldrichtig für die olympische Saison. Da sage ich dir, da tut sich Ashley Wagner schwer. Ja. Wenn man jetzt den direkten Vergleich, ich habe ihn irgendwie fast im Kopf, den Vergleich zieht, dann ist Ashley Wagner brav gegenüber einer. Ja, fand ich schon. Also vielleicht bin ich jetzt auch ungerecht, aber das war für mich schon faszinierend. Ja, das war stark. Doch, ich bleib dabei. Da wirkt Ashley Wagner brav dagegen. Irgendwie fliegen in Frank Carroll immer wieder ein paar so Dinger zu. Juwelen, ja. Absoluter Wahnsinn. Ja, er hat den Namen einfach, ne, weil man weiß, wie viele Goldmedaillen er produziert hat als Trainer. Ja, die bisherige Bestleistung von ihr war beim Cup of Russia im letzten Jahr, 62,16 Punkte. Wird sie übertreffen? Und das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Das wird eine neue persönliche Bestleistung geben. Auch die
die Ideen, die Vorstellung, die Präsentation, die Art, ein solches Kurzprogramm zu zeigen, ist außergewöhnlich. Ja, die Zeitlupenmaschine scheint schon ein bisschen zu klemmen. Ah, doch, jetzt kommt's. Nochmal zur Kombination der Informationspflicht treu bleibend, möchte ich noch sagen. Es gibt noch was Schwieriges, die Dreifach Lutz, Dreifach Rittberger, hat man schon ein paar Mal gesehen, Miki Ando hat das gezeigt, aber sieht man selten. Also Dreifach Lutz, Dreifach Tulup ist schon üblicherweise das Schwierigste, was man so sieht im Kurzprogramm bei den Damen. Ja, wir achten dann vielleicht auch noch mal beim Rittberger drauf, ob der auf rückwärts war. Ich denke schon, aber du hast schon recht, die Maulwürfe haben sich gefreut über eine kurze Rasur. So hoch war sie dann nicht weg vom Mais. Ja, und ich muss sagen, da sieht man ganz deutlich Parallelen zu Caitlin Osmond. Die hat auch einfach diesen Strahlfaktor, den man... Wow, stark. Hammer! 69,45! Boah, das ist ein Riesensprung.